Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans auf meinem Kanal Matze. Und ich hatte euch ja gestern bereits ein Update gegeben, wie das bei mir aktuell aussieht, wie sich meine Base entwickelt. Und wir hatten gestern ja auch die letzten Mauern fertig gemacht, sodass wir jetzt alle Mauern auf Level 9 haben. Und jetzt beginnt natürlich der nächste Schritt. Und zwar, ihr seht es vielleicht hier schon, ich habe meine erste Mauer auf Level 10 gebracht. Und ich bin jetzt fleißig dabei, die nächsten Tage zu farmen, damit wir auch mit den Level 10er Mauern relativ schnell vorankommen. Viele stellen immer die Frage, was soll ich als erstes machen? Mauern oder Death? Dann schreibt irgendjemand die Antwort Death. Grundsätzlich richtig. Aber wenn man ein aktiver Spieler ist, sollte man meiner Meinung nach beides gleichzeitig machen. Das heißt, man sollte sich immer mal wieder einen Bauarbeiter freihalten, mit dem man seine Ressourcen verbrauchen kann. Weil wenn man sich den Bauarbeiter nicht freihält und ein aktiver Spieler ist, dann kommt es dazu, dass die Ressourcen überlaufen. Das heißt, Gold, Elixier läuft über. Man kann nicht angreifen, weil man volle Ressourcen hat. Dann könnte das noch dazu führen, dass man vielleicht denkt, ach, ich habe ja volle Ressourcen, dann das nächste Mal verpennt, reinzugehen, online zu gehen, wenn wieder genug Bauarbeiter frei sind und man dann nicht rechtzeitig wieder direkt was ausbaut. Und meistens sollten halt mindestens 4 Bauarbeiter im Bau sein, damit man den Rest dann halt für die Mauern benutzen kann. So mache ich es zumindest. Das heißt, wenn ich dann mal zwischendrin eine Phase habe, wo ich sehe zum Beispiel, okay, die Queen ist in einem Tag fertig oder in ein paar Stunden fertig, dann schicke ich manchmal schon den fünften Bauarbeiter zu einem Gebäude und lasse es ausbauen oder baue irgendwas. Allerdings, wenn da noch 2-3 Tage sind, in 2-3 Tagen farme ich meistens so viel, 5, 6, 7 Millionen, das geht ratzfatz und deswegen lasse ich mir da jemanden frei, damit ich hier die Mauern ausbauen kann. Und so, weil die Frage kam jetzt auch schon sehr, sehr häufig, so habe ich es auch geschafft, meine Mauern so schnell alle auf 10 zu bringen. Ich bin einfach ein aktiver Spieler. Gut, jetzt sieht man das nicht mehr. Die Saison ist vorbei. Ich habe jetzt wieder 11 Angriffe. Ich hatte, glaube ich, letzte Saison wieder 200. Die Saison davon noch mehr. 230, 240 oder so gewonnene Angriffe. Und wenn man so aktiv ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall immer oder die meiste Zeit über auf jeden Fall einen Bauarbeiter freizuhalten. Und hier ist es zum Beispiel jetzt so, wenn ich heute Abend ein Gebäude anschmeiße, dann ist es vollkommen in Ordnung. Das macht Sinn für die Queen. Und vor allem werde ich das diesmal tun, weil ich will als nächstes den Golem ausbauen. Und der wird auch schon in einem Tag und 11 Stunden fertig. Der dauert dann 10 Tage. Dann kann ich in der Zeit wieder King und Queen ausbauen. Aber so grundsätzlich lohnt es sich auf jeden Fall, die meiste Zeit über einen Bauarbeiter frei zu haben. Ja, also die erste Mauer ist schon mal da. Das sind jetzt, finde ich, die geileren Mauern. Ich finde ehrlich gesagt die 8er Mauern cooler als die 9er. Und die 10er sind Next Level. Next Level Shit. Also ganz ehrlich, die 10er Mauern sind viel, viel geiler als die 8er und die 9er. Dadurch, dass die halt diese Animation haben quasi, ne? Dass da immer wieder zwischendrin dieses Aufflammen hier. Und das kommt ja erst richtig rüber, wenn man das erstmal ein paar Mauern über ausgebaut hat. Ich werde jetzt erstmal wieder versuchen, den inneren Kreis als erstes zu machen und dann arbeite ich mich wieder nach außen. So habe ich das beim letzten Mal auch gemacht und so wird das auf jeden Fall passen. Was wir jetzt nochmal machen können, wir können nochmal ein paar Farmangriffe raushauen in dieser Folge. Ich habe mir jetzt auch schon Truppen angefordert. Was wir auch nochmal machen können ist, wir können hier nochmal Hallo sagen, sagt Moin zu YouTube. Übrigens ist der Clan wieder voll. Es sind einige Leute wieder zurückgekommen, die nur auf Besuchertour waren. Der Jay, der Cookie. Und somit haben wir unsere alte Mannschaft wieder zusammen. 50 von 50 Leuten. Für die Leute, die jetzt erstmal noch nicht in den Clan reinkommen können. Ihr könnt ja erstmal auf den Discord-Server joinen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ist ja auch kostenlos und da ist die ganze Community auch am Start. Da sind auch eigentlich fast alle am Start, die in dem Clash of Clans Clan sind. Also falls ihr mal Hilfe braucht, könnt ihr da auch einfach mal reinschneien. Und das würde mich auf jeden Fall auch freuen. Ist natürlich schön, wenn die Community immer weiter wächst. Wir sind da jetzt auf dem Server schon über 350 Leute. Und da poste ich natürlich auch immer, wenn neue Videos online gehen, wenn der nächste Stream online geht und so weiter und so fort. Also auch als Infoquelle ist das super. Denn die Glocke funktioniert ja doch nicht immer. Natürlich ist es gut, die Glocke aktiviert zu haben, aber wenn sie bei einigen Leuten nicht funktioniert, dann ist der
Discord-Server auf jeden Fall eine gute Alternative. So, den Gegner hier machen wir. Den machen wir. Der hat ganz gute Delex und der hat auch ganz gut Elex. Und außerdem will ich ja während einer Folge immer nicht so lange suchen, weil ich ja nicht schneide, ganz klar. So, wir werden zwar ein bisschen in die Luftfeger reingehen, aber ist nicht so dramatisch. Komm, Kollegen. Ihr müsst Gas geben. So, warte mal hier. Zack, den schicke ich nochmal dazu. Ich denke, den müssten wir eigentlich locker packen. So, die Luftabwehr ist auch down. Die Queen ist dort unten. Da werde ich jetzt mal den King hinschicken. Dann kann er sie vernaschen. Vernaschen klingt bei der Queen natürlich auch immer so ein bisschen... Naja. Er kann sie ja mal vernaschen, ne? Ich gönne ihm. Ich gönne ihn auf jeden Fall. Aus tiefstem Herzen. Soll er sie sich klären. So. Also, das war jetzt wieder hier ein Easy-Peasy-Angriff. Kein Problem. Loot war gut. Wir können gleich auch nochmal eine zweite Mauer ausbauen. Von den Level 10er Mauern. Bam. Jo, der ist auch down. Und dann haben wir die 100%. Zack. Dann werde ich gleich nochmal anfragen. Mal gucken, ob mir da noch jemand eine nette Spende rüberschickt. Bin übrigens schon wieder in Kristall 3. Ich war ja auch mal auf in Gold 2 jetzt runtergegangen und war dann wieder, habe mich wieder hochgearbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen, also der Gold 2 fand ich jetzt nicht so Hammer. Das ist ganz gut, wenn man leichtere Gegner braucht, weil man zum Beispiel bei dem Govi-P-Event, da brauche ich leichtere Gegner, um auch 100% zu schaffen. Das schaffe ich hier bei denen teilweise nicht, bei denen in Kristall 3. Dann gehe ich runter in Gold 2, da ist Gold 2 für gut geeignet, aber der Loot ist jetzt nicht besser als in Gold 1 oder Kristall 3, finde ich. Da ist Gold 1 und Kristall 3 ein bisschen besser, vor allem ist es in Kristall 3 gut, dass man schon mal ein bisschen Delex auch noch dazu bekommt. Und dann lohnt sich das Ganze schon deutlich mehr. So, Spende kam direkt wieder rein, Dankeschön für die Spende. Da hier sind auch schon wieder welche am Start, Martin und Anni sind am Start. Moinsen, liebe Grüße gehen raus. Und wir können direkt den nächsten Angriff starten, zwar ohne King. Aber das ist jetzt kein Problem. Wobei, wir können den eigentlich... Ach komm. Die gönne ich mir. So, den nehmen wir dann auch noch mit. Den nehmen wir dann auch noch mit. So, Kristall 3. Ist wirklich gut. Weil das... Oh, den nehmen wir. Inaktive X-Bögen. Die Def ist zwar relativ stark, aber er hat ordentlich Delex. Und ich brauche Delex. Ich brauche Delex, damit ich demnächst auch wieder den King ausbauen kann. Den King wollte ich als nächstes, weil ich brauche was Billigeres, dadurch, dass ich für den Golem schon 70.000 verbrate. So, hier gehen wir von der Seite rein. Hier von der Seite. Machen wir das. Machen wir das, wa? Zack, zack. Attacke! So, den schicke ich hier nochmal in die Mitte rein. Ja, nice. Ja, läuft. So, da holen wir uns dann jetzt nochmal die eine. Was die Queen da macht, dass die Queen überhaupt nicht erwischt wurde, das ist ein bisschen eklig. Ist eigentlich nicht so geil. Aber ich denke, wir kriegen sie gleich noch. Mit dem King oder den Loons oder den Lava-Hund oder was auch immer. Wir haben da noch genug Einheiten über. Guck mal, die ganzen Loons alleine. Selbst die sind zwar ein bisschen unfähig, was Einheiten-Killen angeht, weil sie immer gefühlt den Einheiten ausweichen, also gar nicht richtig raufgehen. Aber bei so vielen Loons kriegen die das schon hin. Das kriegen die schon hin. Vor allem ist da noch ein Lava-Hund, der könnte noch tanken gleich. Ja, der geht jetzt auch schon. Jetzt hat er auch den Fokus.
auf sich gezogen. Ja, guck mal, guck, was jetzt ist. Jetzt passiert das, was ich meinte. Die Loons sind echt Spastis. Guckt euch das an. Jetzt gehen sie erst drauf. Und jetzt könnte es schon wieder zu spät sein. Nee, die eine Bombe reicht. Eine Bombe reicht. So. King wird nochmal gezündet. Attacke. Bam. So, 100%. Und zu guter Letzt kommt natürlich jetzt nochmal der Dorfbesuch. Ganz klar. Eben nochmal kurz neue Einheiten reinknallen. Dann wollen wir nochmal jemanden besuchen. Und zwar habe ich heute ausgelost den Groozy. Ein alter Bekannter, auch öfters bei uns im Clan drin gewesen. Der Groozy. Gewonnene Kriegssterne 774. Bestes Ergebnis 4905. Ist ein Rathaus 11. Gewonnene Angriffe in der Saison 6. King und Queen sind jeweils auf 40. Also 40 und 41. Von den Einheiten her. Ja. Sieht das eigentlich auch sehr gut aus. Ich finde, was mir hier ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen, dass eine bestimmte Einheit, dass man sieht, okay, die Einheit zockt der, weil man sieht hier nicht, dass auf irgendwas Fokus gelegt wurde. Es ist halt alles so gleichmäßig nach oben gebracht. Aber ich glaube, der Groozy ist auch noch nicht so lange Rathaus 11. Und wie, ihr wisst ja, wie lange das Ausbauen von Einheiten dauert. Und dann kann man nicht alles gleichzeitig ausbauen. So, die Base ist leider im Arsch. Wir können ihn natürlich trotzdem hier sehen, aber das Bild bringt einem auch nicht so viel. Ne, ist halt zu klein, um da wirklich was zu sagen zu können. Aber grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass der Groozy eine vernünftige Base hat. Und ja, hier sieht man zum Beispiel auch, dass er noch nicht so lange Rathaus 11 ist. Denn hier geht der X-Bogen jetzt gerade erst auf Stufe 4. Und das meiste ist noch Level 10 Niveau, was wir hier sehen. Wir gehen dann nochmal rüber, schauen uns das hier drüben an. Okay, Groozy hat keinen Bock auf die Night Base. Man sieht es direkt, auf jeden Fall. Nice. Beste Base. Beste Base ever. Und die Einheiten, ja, dementsprechend ausgebaut. Ne? Er benutzt wahrscheinlich, hat benutzt die Barbaren. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt überhaupt noch zockt. Held ist auf Level 2. Ja. Es gibt viele Leute. Man merkt es immer wieder bei den Base-Besuchen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die überhaupt gar keinen Bock haben auf die Night Base. Aber passiert, ne? Passiert, passiert, passiert. Jeder so, wie er mag. Und ich würde sagen, ich kann eben nochmal eine Mauer ausbauen. Dafür werde ich... Was nehme ich denn dafür mal? Nehme ich Elixier dafür oder nehme ich dafür Gold? Schließlich kann ich heute Abend was Neues ausbauen. Das ist die Frage. Ich könnte auch den nächsten dunklen Elixiersammler ausbauen, dann wäre ich damit durch endlich. Dauert zwar verdammte 8 Tage, genauso wie der hier, aber dann wäre ich zumindest damit durch und würde noch ein bisschen schneller mit dem Elixier sein. Ah, ich glaube, das machen wir. Falsch. Das machen wir, den Elixiersammler heute Abend. Ist, weil vom Dinge, mir ist es halt wichtig, weil ich will mit den Helden wirklich schnell sein. Ich will die schnell nach vorne pushen. Und deswegen will ich den Elixiersammler machen. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Clash of Clans sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, da werdet ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Und schaut auf jeden Fall mal auf dem Discord vorbei. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Bis dann, ciao.